Es ist Winter im Farm Manager World. Schön, dass du wieder dabei bist. So, was haben wir denn da? Traktor Rega, Johannisbeeren, Probleme. Nicht genug Arbeiter, Maschinen im Einsatz, Traktor, Pflanzmaschine. Pflanzmaschine? Okay, wenn wir die haben, kann dann das hier auch von... Weil, Folgendes ist jetzt passiert, wir sind im Winter, ne? Wir haben jetzt keine Ausgaben mehr für die Saisonarbeiter, aber das heißt, das müssen die bestehenden Arbeiter die ganzen Arbeiten auch machen, die hier sonst noch so anfallen, wo bisher immer, ne? Ich guck gerade, wo bisher immer die Saisonarbeiter geholfen haben. Guck mal, das mit dem Reparieren funktioniert ganz gut. Der Trecker, der vorher kaputt war, den haben wir günstig gekauft, hat geklappt. So, damit können wir uns da auch wieder über Wasser halten. Sehr gut. Und wir können Sachen nachkaufen und Samenhandel und so weiter habe ich mal getestet. Und zwar habe ich hier Erbsensamen. Hat geklappt. Konnten wir einkaufen. Das heißt, wir können jetzt auch mehr und mehr Samenaufträge annehmen. Die halten ja über ein Jahr, ne? Gurkenaufträge, Hirsesamen. Müssen wir gucken, ob wir die dann auch bekommen. So, Hirse, Samen. Kriegen wir 6000. Und dann können wir das entsprechend liefern. 7,16. Tja. Ja, und die andere Überlegung war, ob wir einen weiteren Kuhstall uns holen. Mit dem wir... Wir haben Winter und der erste Frost steht bevor. Das bedeutet das Ende für die Feldarbeit. Du sollst dich jetzt nach einer arbeitsreichen Saison um deine Tiere kümmern und deine Maschinen reparieren. Das machen die ja wahrscheinlich automatisch. Genau, also wenn wir die dann haben, Hirsesamen und so, überhaupt generell alle möglichen Samensorten so auf Lager haben, dann können wir die Verträge immer relativ schnell dann abklabastern. Nachdem ich ja jetzt rausgefunden habe, dass man mit dem Mouse-Over sieht, was wir da haben, was nicht. Jute-Samen. So, nehmen wir schon mal an. Läuft bis zum 10.01. Das sollte ja klappen. Ja, insgesamt sind wir positiv. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Milchgeschichte. Wir machen jetzt alle drei Tage 1700 durch die Milch. Und ich glaube, wir haben auch jetzt hier unten die Mitarbeiter, die lernen das langsam besser. Die werden das auch immer besser. Jetzt mal gucken, wenn da die, wenn das da gleich hochgeht. Ah, ist noch nicht da, okay. Gucken wir mal hier auf die Milchanzahl. Werden es jetzt bei 111 oder was? 120, 121. Es wird immer ein bisschen mehr. Es wird immer ein bisschen mehr. Sehr gut. Ja, das heißt aber auch, wir können große Samenlieferungen dann entgegennehmen. Und damit dann auch Handel treiben. Weil, wie gesagt, ne? Zwei Jahre Haltbarkeit, da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Ich glaube auch, der Preis bleibt halbwegs stabil. Jetzt werden wir gucken, welche Samen werden uns überhaupt verkauft. Sojasamen wäre wahrscheinlich eh nicht schlecht. Jute habe ich gerade gesehen. Jute-Samen. Die Jute, Jute. Geht runter bis... Oh, haben gerade einen sehr hohen Preis im Markt, aber wir kriegen die für 8,96, aber 6.000 nehmen. Hier brauchen wir nur 600. Das ist natürlich ein bisschen unfortunate. Wie heißt es denn immer im Prospekt? Wir befehlen... Wir befehlen Ihnen, sich zu bevorraten. Ja. Gurkensamen. Nicht Gurkensohn, sondern Gurkensamen. Ja. Es klappt so semi. Der Kartoffel. Warte mal. Kartoffelsamen. 3000. 4000. 6000. Wie lange halten die denn? Die halten wahrscheinlich nicht so lange, ne? 1,69. Setzlinge werden nicht so lange halten. Das glaube ich nicht. Lupinenkerne, das sieht gut aus, Lupinen. 4000 könnte eine Menge sein, die wir da auch kriegen. Entschuldigung, 6000 kriegen wir. 081.
Dann haben wir natürlich einiges an Kapital gebunden, ne? Wenn wir das so machen. Mais haben wir nicht mehr genug. Roggen haben wir noch gar nicht. Weizen, 15.000, ja. Da können wir interessanterweise nicht mehr holen. Buchweizen auch 7.000. Also das geht irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Reis geht. Aber Reis will keiner haben, ne? Doch. 1.800 Kilo Reis. 7,8 zu... Es lohnt nicht. Doch. Das lohnt. 6,14. Bis zum 5.1. Wie ist denn der Preis gerade? Naja, geht so. Reisbrot. 1.800. Reisbrot wird wahrscheinlich schlecht werden. 2.400. Das geht nicht. Ja, das Problem ist immer... Wir wissen nie so genau, warum das manchmal so lange dauert oder nicht so lange dauert mit dem Anliefern. Ne? Also das heißt, idealerweise haben wir die Sachen immer schon auf Lager, wenn es da losgeht. Was ist eigentlich mit den Fischen? Wie viel bringen die Fische eigentlich ein? 900. 600. Wenn es da einen Handelspartner für gäbe, ne? Wir haben es jetzt so ein bisschen. Haben wir es jetzt ein bisschen spezialisiert auf diese ganzen Getreidesorten, ne? Dass wir damit ein bisschen Handel treiben. Aber wenn wir das jetzt über. Wir hatten doch da auch so eine Fischfirma. Warte mal. Forelle. Nein. Geflügel, Fischsuppe, Fisch und Räucherfisch. Ah, okay, die wollen das Futter für die Fische haben. Na klar. Was ist mit Soja? Soja können wir wieder einkaufen. Wie ist der Preis gerade? Relativ niedrig. Nehmen wir mal 6.000. So. Müsst ihr auch immer ein bisschen vorrätig haben. Das ist ein Handelsmanager, ne? Wird das hier gerade. Mais. 1,84. Bevor wir gar keinen haben. Weizen, wie gesagt, gibt es irgendwie nicht mehr. Eier. Eier und Milch. So, mal gucken, wird das zügig immer verkauft hier? Ups. Ja. Gras, Grassamen. Können wir da auch nochmal liefern, genau. Zack, gibt auch nochmal Boni. Ja, und da müssen wir wirklich gucken, dass wir jetzt hier Verträge finden über den Winter. Wir haben jetzt keine Gewächshäuser gebaut, ne? Weil irgendwie, ja. So, der eigentliche Plan wäre ja auch gewesen, dass wir die Fertigung ausbauen. Die ist teilweise sehr teuer. Oder es fehlt noch eine Schulung, zum Beispiel hier Getreideverarbeitung. Genau, Schulung können wir mal eben gucken. So. Expansion. Schaltet die zweite Produktlinie frei. 50.000, nein. Zusätzliche Arbeitsstationen, nein. Ölproduktion, Getreideverarbeitung, Mühlen. Kühlsysteme, das wäre noch cool. Besitze zwei Lager, ja, das ist wirklich blöd. Müssen wir jetzt ein Lager bauen, damit wir das machen können? Weiß ich ja nicht. Und ob ich das will, weiß ich auch nicht. Einstellung für Mitarbeiter mit zwei Fertigkeiten. Erhöht die Tragkraft der Feldarbeiter.
Schalte Tankstellen frei. Okay. Silo-Kühlsysteme. Das wäre halt. Zwar extra ein zweites Lager bauen, damit das funktioniert. Ist halt auch doof. Ja, wir können im Prinzip jetzt nur hier, ne? Schön Milch verkaufen. Eier verkaufen. Ich komme mir trotzdem ein bisschen veräppelt vor von diesem Stall. Da sind 8 Tiere drin. Und hier sind 4. Und die machen 122 und die machen auch nicht viel weniger. Ich weiß nicht. Kommt mir ein bisschen komisch vor. So, wir haben 3000 Mais auf Lager. Und hier kriegen wir mehr. Weg damit. Haben wir denn bei den Tieren noch weitere Optionen? Ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel Schweinestall und so nehmen würden, da wollten wir ja die Weiterverarbeitung der Schweine, um das mal tierlieb auszudrücken. Großer Hof. Schulung über industrielle Verwaltung. Großer. Vielleicht bringt er ja noch mal mehr. Große Straußenfarm. Ach so, da können wir Straußeneier verkaufen, ne? Große Genossenschaft für Hühner. Geflügel. Guck mal. 3,5 kostet die und 30 im Monat. Die kostet 85 im Monat. So mehr Instandhaltung. Und bei den Ställen. Wo war denn der Kuhstall? Hier. Der kleine 80, der große 160. Nee, der kleine 100, der große 160. Okay. Es ist zunehmend verwirrend, was dieses Spiel sich anfühlt dann. Weiß ich nicht. Was ist hier wieder los? Ja, Johannisbeeren, klar. Die haben auch richtig gut Geld gebracht. Ich würde so gerne eine Statistik haben, wo wir sehen können, welche Frucht was gebracht hat. Warum machen wir gerade auch mehr Gewinn? Wir haben natürlich jetzt in diesem Monat weniger Monatslöhne. Ne? Sieht ganz gut aus. Felderertrag, Fabrikertrag, Ertrag tierischer Produkte, 49.000. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, brauchen wir demnächst einfach nur irgendwelche Milchfarmen hinbauen und dann hammert. So sieht das bald aus, ne? So, guck mal, Raps wäre doch mal eine schöne Sache. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Raps und dem Raps? 5,15, 5,12, 5,19, 5,15, 6,40. Vielleicht sollte ich den Vertrag nicht mal sofort annehmen. Zum 21. Also die Standardsachen können wir ja wahrscheinlich immer weitermachen. Mais. Weizen. 6.000 für 1,58. Soja. Soja. Das war früher mal eine Werbung, ne? 6,8. So, dann können wir den hier bedienen. Dann neue Weizenaufträge, reicht das aber nicht für. Das mit dem Buchweizen irritiert mich voll. Kriegen wir keins mehr. Aber es sind, ne, dann sind die Sachen vom Markt runter oder so. Keine Ahnung. So, bestellt, geliefert ist nix. Weizen könnten wir nochmal und Soja. Soja, okay, will keiner. Weizen, 15.000, ja. Na klar. Aber das wäre vielleicht dann dieses Verhandlungsding, was wir da freischalten können. Mehr Einkauf, ne? Denkbar, weiß ich nicht.
So, 123 und 123. Die veräppeln mich doch. Das ist die doppelte Zahl der Kühe. Hä? Bonus 10%. Happiness. Ich finde das wirklich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Ja, im Winter, ne, können wir wirklich nicht viel machen. Wir können jetzt, weiß ich nicht, neue Felder anlegen, Gewächshäuser und so planen. Ah, 65.000. Hm. Die Felder liegen brach, die müssen natürlich neu aufgearbeitet werden. Wir brauchen einfach jetzt ein bisschen mehr Geld. Pferde, um Handel zu treiben, mal gucken. Kann uns natürlich auch hier die passenden Sachen geben, ne? Grassamen können wir immer mal ein bisschen machen. Gurken. Gurkensamen kriegen wir nicht. Überhaupt die ganzen Samen. Reissamen. Ja. Will nur keiner. Karottensamen. 4000 Karottensamen. Das sieht so gut aus, ne? 4000 könnte genau klappen, aber will uns keiner verkaufen. Das heißt, wir müssten irgendwie Aufträge machen für die Firma Setzling GmbH und Co. KG. So. Was will die denn? Die wir Gülle haben. Was ist denn, wenn wir 1600 Gülle auf dem Spotmarkt kaufen, um den... Damit wir den Handel anstoßen, weißt du? Ich meine, durch was würden wir Gülle erzeugen? Durch Schweine wahrscheinlich. Nehme ich an. Gülle. 089. 3000 auf Lager? Würde also gehen. Das funktioniert alles. Wir müssen dann irgendwann aufpassen, dass die Sachen nicht verderben. Und natürlich, wir haben auch im Jahr Preisschwankungen, die wir jetzt gar nicht berücksichtigen, ne? Müssen wir auch ein bisschen drauf aufpassen. Gülle, 1600. Lass uns das mal machen. Wir kaufen Gülle. Achso, vielleicht gibt's immer vorher einmal gucken. Tatsache. Gibt's doch. Oha. Preisverlauf immer relativ stabil. Das heißt, wenn wir jetzt hier groß einkaufen, können wir denn so viel Gülle überhaupt unterbringen? 1000, warte mal, hier, ne? 7.000 von 20.000. 7.000 von 20.000. Mein kleiner Kopf ist... Ich habe diese Woche ganz, 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 ganz viele komische Dinge, die ich verarbeiten musste. Also gleich mehrere auf einmal. Große Änderungen und Co. KG. Und da bin ich immer noch mit Parsen beschäftigt, wenn du so willst, ne? Wir machen einfach mal den hier. Damit wir da den Ruf hochkriegen, ja? Ich bin gespannt, wie das geliefert wird mit dem LKW. Natürlich witzig. Und wenn wir so die Gülle einkaufen, können wir theoretisch ja auch damit die Felder düngen, ne? Günstig einkaufen, großen Güllekump hinstellen, läuft. Ja, wir spielen es mal ganz entspannt runter hier. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt bitte überall, schreibt einen Kommentar unter jedes Video, gebt einen Daumen, damit ihr unterstützt. Damit unterstützt ihr mich mehr, als ihr denkt. Auch in Zeiten, wo meine Stimme vor lauter ganz viel Reden schon weggeht. 543 Milch werden gerade nicht verkauft, weil der Markt die nicht annimmt. Oder so. Aber dann haben wir erstmal ein bisschen Gülle, was wir denen dann liefern können.
noch nicht so lange dauern würde. Also Bevorratung ist wahrscheinlich wirklich keine schlechte Idee, grundsätzlich nicht. So, da ist sie. Dann Gülle. Sehr gut. Was will die Firma Setzling denn noch haben von uns? Ja. Nichts. Toll. Aber sie verkaufen uns jetzt bestimmt mehr, oder? Naja. Samen. Aha, Karotten 4000 wieder. Schön wär's, wenn das ginge. Gehen wir wieder aus. So. Hier mal einmal falsch. Karottensamen. 3000 oder 6000. Und sie machen es immer noch nicht. Karamboli-Setzling. Ja, Setzling und Co. Will mit uns noch nicht arbeiten. Die brauchen wahrscheinlich noch mehr Gülle von uns oder so. Ich weiß es nicht. Was ist nun wieder? Nicht genügend Ressourcen Gras. Okay, wir haben zu viel Gras über den Winter verkauft. Das heißt, wir gehen mal hier auf automatischer Handel und sagen, bitte mindestens 3500 behalten. So, Leute. Ja, schauen wir hier nochmal. Aber ich würde jetzt sagen, ich werde hier noch ein bisschen durchklicken und mal schauen, ob ich noch ein bisschen handeln kann, bis wir dann wieder im Februar sind. Das ist ja jetzt nicht mehr viele Tage. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Vielleicht finde ich noch ein paar interessante Handelspaare. Und ja, wenn du eine zweite Staffel willst, wie gesagt, hoffe, du hast überall kommentiert. Du hast ein Abo dagelassen, Daumen nach oben gegeben und dann kommt es natürlich auch drauf an, wie viele Leute das hier schauen. Ich mag das Spiel sehr. Ich will das jetzt nicht bewerten oder so. Hab's mir selber gekauft, falls es auch noch irgendwie wichtig ist für euch. Und ja, danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.